Los Terletos. Hallo. Vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dankeschön. Sehr freundlich. Und es ist ein Wahnsinn. Vielen Dank. Respekt, ich muss sagen, super Wahnsinn, ein wahnsinniger Zufall. Liebe Fans in Österreich, liebe Zuschauer in Wien, in Graz, im Burgenland, in Innsbruck, in Bruck an der Leitha. Gell, da schauen Sie, was ich für Orte kenne, überall bei euch. Damals, wie ich noch beim Stadl war. Und eine Riesensache, weil ich bin ein großer Österreich-Fan. Und heute lese ich bei uns so groß in der Zeitung: Endlich gibt es in Österreich etwas, was mich als Leistungssportler ganz persönlich anspricht, nämlich in Österreich, küsst die Hand, Respekt, eröffnet die erste FKK-Langlaufloipe. Das haben wir doch gebraucht, oder? Ja, riesig. Super. Die erste FKK-Langlaufloipe. Liebe Österreicher, wo ist diese Nacktloipe? Am Großglockner? Oder vielleicht eher am kleinen Watzmann? Schreibt's mir, weil ich will kommen, ich möchte nackten Langlauf machen. Und ich muss ehrlich sagen können, das ist ein solcher Vorteil für viele aus dem Showgeschäft. Nackt Langlauf. Ich sag nur eins, George Michael. Oder? In Österreich sagt, Hersti, mach Skigymnastik. Nackt, Ski, Langlauf. Ich glaube, das hat in einzelnen Fällen schon, wie wir Langlaufreporter sagen, schon zu sehr aggressiven Wachsen geführt. Wachsen. Ja. Ja, natürlich. Das heißt ja auch Wachsmatrize. Und nicht, wie wir in der Schule gesagt haben, die fünf Vokale A, E, I, O, U. Als kleiner Test für Sie zur Einstimmung, ja? Sollte Sie, was, falls Sie mal Gast in einer Talkshow sind, für die Antwort haben. A, E, I, O. Und dieses Nacktlaufen ist eine Hilfe für die Skilehrer, oder? Sie wissen ja, woran erkennt man, dass der Frühling da ist? Richtig, beim Skilehrer ist die Hose wieder zu. Aber, ja, aber, Moment, Moment. Meine Damen und Herren, ganz wichtig, ja, für die Skilehrer ist es wichtig, weil sie heißen alle Beppi oder Gusti. Nackt Langlauf, das ist einfach Materialsichtung. Keine sinnlose Zeitverluste mehr beim Après-Ski. Und die häufigsten Verletzungen sind ja jetzt beim Nackt-Skilanglauf nicht mehr nur Wadenbeinbruch oder Kreuzbandriss, sondern, ja, Gefrierbrand und Eiszapfen. Für mich ist nackter Skilanglauf die absolut ideale Sportart. Ich kann mir den zweiten Skistock sparen. Muss ich sogar, sonst kommt der Pistenbehörde und sagt, Herr Ernst, wo kommt die dritte Spur her? Wake me up before you go, go. Heute darf ich Ihnen sagen, es ist erst der zweite Arbeitstag für uns nach den Osterferien. Schon wieder ein sensationelles Programm. Bei uns zu Gast heute Abend ein großartiger, junger Kollege. Und viele Zuschauer werden sagen, Ivan Narisch, er ist da. Jawohl, persönlich bei uns zu Gast habe die Ehre der Bergdoktor Harald Krasnitzer. Ich habe mir Spritzen gegeben, das war das Einzige, was ich noch machen konnte. Und wir haben es vor einigen Wochen in der ersten Runde durchexerziert. Sie wissen, wir suchen eine Nachfolgerin für unsere sensationelle Pam. Und zwei Frauen sind in die absolut enge Wahl gekommen. Leila Aydin und Annika Ukatis. Und diese beiden Megafrauen.
Okay? Diese beiden Megafrauen sind heute Abend hier. Es geht in die zweite Runde. Die erste Runde war spielerisch. In der zweiten Runde ist es ein Himalaya der Geisteswissenschaften, was die beiden. Ja, ich selber habe keine einzige Frage beantworten können. Ja, damit Sie wissen, wie knapp die erste Runde war und damit Sie sich nur einmal mental einstimmen könnten, hier unser Hinweis: Es geht weiter im Duell der Super-Ischen. Sie ist blond, sie ist sexy, sie ist gefährlich. Anina. Hallo, ich bin die Anina. Anina will unsere neue scharfe Ische sein. Ich will eure neue scharfe Ische sein. Hier ist eine, die etwas dagegen hat. Layla. Sie ist rassig, sie ist sexy, sie ist... Hör auf zu labern, Mann. ...etwas vorlaut. Auch Layla will unsere neue scharfe Ische sein. Heute Abend das Duell der Super-Ischen. Live. Nur bei uns. Oh, es geht mein Handy mitten in der Sendung los. Vielleicht Ron Sommer. Kennen Sie alle Ron Sommer? Ron Sommer ist der Chef der Telekom. Sie kennen doch die Telekom. Natürlich. Sie wissen doch, jeden Monat abbuchen. Ja. Die Beweislast liegt bei uns, dem Kunden. Ein unschönes Wort. Beweislast. Ich war verreist und 80.000 Mark Gebühr. Ja. Ron Sommer ist nicht nur der Chef der Telekom, ihm gehören alle Telefone, sondern er ist auch der Boss von Jan Ullrich, unserem fantastischen Tour de France-Sieger des letzten Jahres. Und Jan Ullrich, wir alle haben es gesehen, hat ein paar Gramm zu viel drauf in diesem Frühjahr. Er musste bei 3 Rennen schon vorzeitig aufhören. Und Ron Sommer hat gesagt, der Jan Ullrich muss abnehmen. Stell dir vor, so streng. Ja? Der Tour de France-Sieger muss mindestens 10 Pfund abspecken. Momentan ist Jan Ullrich so dick, es können 30 Leute in seinem Windschatten fahren. Ja, das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Es hat aber auch Vorteile, weil wir können natürlich bei der Tour sagen, bei den Bildern vom Hubschrauber, hey, der Dicke da unten, ist es nicht Jan Ullrich? Es ist noch lange hin, aber wir haben das Recht auf einen zweiten Toursieg in Folge, oder? Wir als normale Telekom-Teilnehmer. Ja, das erwarten wir schon. 2-mal die Tour hintereinander, aus deutscher Sicht. Jan Ullrich selber sagt nichts zu diesen Vorwürfen. Er verfährt nach dem alten Telekom-Rezept. Erst abnehmen, dann sprechen. Und der Rennstallleiter von Jan Ullrich, das ist Walter Godefroth. Kennen Sie Walter Godefroth? Man sieht ihn häufig so im Auto nebenher fahren. Am Berg so, mach mal ein bisschen, Junge. Hä? Komm, das geht noch. Noch 30 Kilometer, dann bist du oben. Hä? Also, der übt schon. Der übt schon, falls es schief geht bei der Tour de France, mit dem Satz, ich bin müde von diesem Fahrer. Ja. Was erlaubt Jan? Was erlaubt Jan? Habe ich Ihnen das eigentlich schon mal erzählt, dass ich jahrelang davon gelebt habe, dass ich sehr gut Hunde imitieren konnte? Habe ich Ihnen mal erzählt, gell? Ja. Also früher, wo ich noch ganz arm war, da bin ich so durch die Zelte gefahren und durch die Stadthallen. Und da hatte ich großen Erfolg, weil ich konnte zum Beispiel bellen. So. Kam nicht schlecht an, aber richtig, richtig nach oben ging es mit mir, als ich diese Atmungsgeräusche von Yorkshire Terriern machen konnte. Ganze Säle haben gerast. Ja. Stundenlang, ich stand nur da so. Leute waren begeistert. Weil so machen diese Hunde ja durch Fehlzüchtung. Und heute habe ich geweint. Ich habe gesagt, das darf doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Manche unserer vierbeinigen Freunde, wie wir sagen, ich sage nicht Hund, ich sage vierbeinige Freunde.
Manche unserer vierbeinigen Freunde leiden so sehr, wenn sich Herrchen und Frauchen erschlagen oder scheiden lassen oder wenn einer stirbt, dass sie depressiv werden. Ja? Und es gibt jetzt ein Medikament, das können unsere vierbeinigen Freunde nehmen, damit sie leichter über diesen Trennungsschmerz wegkommen. Und wissen Sie, wie die beiden Medikamente heißen? Valium oder, und das ist besonders süß, Labello. Ich glaube, ja, Labello ist in erster Linie für Yorkshire Terrier. Auf die Lippen, wenn er weint. Oft ist ja häufig so, dass der Hund als Medikament eingesetzt wird, um überhaupt über einen Trennungsschmerz bei uns Menschen hinwegzukommen. Jetzt, wo Mutti weg ist, kaufen wir halt einen Boxer. Das ist häufig so. Ich gehöre nicht zu denen, die davor schnell urteilen. Das ist so. Ja? Immer wenn ich eine elegante Frau mit einem Dalmatiner an der Ecke warten sehe, denke ich mir, schau, auch der Mann weg. Also das ist jetzt für mich auch neu, dass es Medikamente für Hunde. Bisher gab es ja zum Beispiel schon Spritzen für Hunde. Nachsätzen wie, zuletzt musste ich ihn nur noch tragen. Oder, ach, das dauert noch ein Jahr, bis ich alle Haare aus der Wohnung habe. Das hellbraune Fell hat halt nicht mehr zur neuen Schrankwand gepasst. Es ist soweit, meine Damen und Herren, ich habe mich mental gestärkt. Unsere beiden Megafrauen, Anina und Layla, sind auf dem Weg hierher. Sie kriegen durch einen Pulk von begeisterten Menschen und wir schalten einmal live nach draußen, wo unsere beiden Gigantinnen der Schönheit auf dem Weg hierher ins Kapitol sind. Bitte schaltet einmal aus. Das ist es. Layla, meine Damen und Herren, begleitet von unseren Bodyguards, von unseren Sicherheitskräften. Fantastisch. Konzentriert. Und das ist Anina. Anina mit einem raffiniert geschnittenen Kleid. Haben Sie gesehen, von unseren Sicherheitskräften müssen Sie durch die pulsierende Menge geschleust werden. Wir sollten noch ein bisschen intellektuell innehalten, bis es in die Endphase der Entscheidung geht. Und es ist, glaube ich, Zeit für einen Augenblick Schmidt-Show-Kultur. Wolfgang Petri, verlieben, verloren, vergessen. Verzeihen. Du gingst von mir in einer Stunde, es war die Stunde Null. Ich hatte meinen Tiefpunkt, du nahmst mir vieles krumm. Auf einmal da war keiner mehr da und half mir, auch nicht du. Jetzt liebst du halt einen anderen und mein Herz schaut traurig zu. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich. Verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles, was zählt. Ohne dich leben. Jetzt ist es zu spät. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Es ist soweit. Das sind die Karten. Mit den Fragen und ich denke, dass wir heute eine Entscheidung finden. Einer der beiden werden wir hinterher sagen müssen, sorry, Cherie, geh wieder arbeiten, denn du bist zweite Siegerin geworden, aber du hast dich fantastisch geschlagen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte unsere beiden Kandidatinnen. Zuerst hier kommt die Herausforderin.
Spatzenkleid aus der Türkei mit den Traummaßen 1,83 auf hohen Schuhen. Zwischen 40 und 50 Kilo plus ein Pfund Schminke. Ladies and Gentlemen, hier kommt die türkische Super-Ische Leyla. Schwarzen Kleid, auf verhältnismäßig kleine Füßen, dafür aber mit zwei unglaublichen Bo-Aids. Meine Damen und Herren, hier kommt die Frau, für die es nur drei Worte gibt. Anina! So, das ist jetzt ungefähr drei Wochen hier, dass ihr das letzte Mal da wart, ja? Hat sich euer Leben in der Zwischenzeit irgendwie verändert? Letztes Mal hast du erzählt, es hätten irgendwie massenhaft Männer bei dir angerufen zu Hause. Hast du inzwischen eine andere Telefonnummer? Ich habe eine andere Telefonnummer. Und dann hat sich's auch mit den Anrufen erledigt. Ja. Wirst du auf der Straße eigentlich angesprochen, so nach so einem Auftritt hier? Ist schon mal vorgekommen, ja. Ja. Aber eigentlich nur positiv. Nur positiv. Ja. Was sagen die Leute so? Ja, die freuen sich dann. Also fragen mich, wann ich mal wieder zu sehen bin. Verstehe. Leyla, nun zu dir. Nervös heute? Nein. Nicht nervöser als das letzte Mal, oder? Auf gar keinen Fall. Ja. Hat sich dein Leben irgendwie verändert, seit du bei uns hier... Ich meine, das war ja, glaube ich, dein erster Fernsehauftritt bei uns, oder? Ja. Letztes Mal. Hat sich dein Leben irgendwie verändert? Nö, nee, eigentlich nicht großartig. Auch keine Anrufe? Nein. Schade, oder? Will ich nicht, danke. Nein. Man könnte man deine Nummer rauskriegen, wenn man jetzt böse wäre und das machen wollte. Ist klar, auf Friesenplatz Nummer 9. Ja, es ist ein umfangreiches Testprogramm, was ihr machen musstet bei uns. Ihr seid gestern schon angereist. Und eine Fähigkeit, die eine Assistentin bei uns haben muss, ist, sie muss in der Lage sein, zum Beispiel eine beliebte deutsche Show auch zu moderieren. Und ich muss sagen, ich habe das Ergebnis gesehen. Ihr habt das grandios gemacht, meine Damen und Herren. Eine der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen, moderiert von Leyla und Anina. Guten Abend, liebe Freunde, und herzlich willkommen. Es heißt wieder Piep. Ich hoffe, ihr habt es euch zu Hause richtig schön gemütlich gemacht. Vielleicht bei einem Glas Sekt, Lachshäppchen und Kerzenschein? Oder ihr bevorzugt es weniger romantisch mit Neonröhren, Cocktails und sauren Gurken? Oder mit Cola, Deckennicht und Knabberzeugs? Wie auch immer, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, ich wünsche euch viel Vergnügen bei Piep. Folgende Themen habe ich euch heute Abend vorbereitet. Erstes Thema, Penis. Und noch drei andere Themen, die fallen mir gerade nicht ein. Egal. Bestimmt fallen sie mir später wieder ein. Außerdem habe ich euch noch ganz tolle Gäste, oder besser gesagt, liebe Gäste, oder noch besser gesagt, ganz tolle, liebe Gäste. Nämlich... Die Namen habe ich jetzt leider vergessen. Egal, fällt mir bestimmt wieder ein. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, eure Verona. Unsere Frage heute lautet, was ist eigentlich ein Erotomane? Ist es A, eine Chanson zum Liebe drauf machen? Oder aber ist es B, eine Südfrucht, die als Aphrodisiakum wirkt? Oder vielleicht doch C, ein Anthroposoph, der nur zum Orgasmus kommt, wenn er einen Knabenchor singen hört. Die richtige Antwort erhalten Sie in wenigen Sekunden von mir selber. So, hier bin ich wieder. Die richtige Antwort ist natürlich keine von den dreien, sondern Erotomane ist vielmehr der, mein Kosename für Helmut Zellert. Glauben Sie nicht? Glauben Sie es mir. Denn, wie schon das alte Sprichwort sagt, in der Kürze liegt die Würze. Hey, was hast du heute gemacht? Super, wirklich? Ich glaube, dass da jetzt viele auf die Idee kommen, von den Fernsehschwestern, die das sehen und sagen, das könnte man mit euch machen. Ja, perfekt, wirklich. Dann haben wir gedacht, es ist ja auch so, eine Assistentin bei uns, die muss sich auch um unsere Gäste kümmern. Sie wissen, unsere Gäste reisen häufig schon eine Woche vor der Sendung an, um sich mental darauf einzustellen, um sich fit zu machen. Und wir haben euch gebeten, ja, macht mal so Art Hostessen.
natürlich alles im Rahmen, aber dass ihr einen jungen Mann verwöhnt, der gestern bei uns zu Gast war, ein absoluter Frauenschwarm und eigentlich der ideale Gast, um zu testen, kann eine potenzielle Assistentin bei uns ihn so verwöhnen, wie wir ihn für die Sendung brauchen. Ihr habt das gestern gemacht mit Ingolf Lück. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Aha. Mhm. Vorsicht, wieder vom Mund, Sven. Ich hab's gefährdet. Oh, ja. Ich hab aber keins. Okay. Hallo Ingolf. Hallo, oh, freut mich, dass du gekommen bist. Ja. Hattest du eine schöne Reise? Ich bin schon sehr schwer. Also ich glaube, ich hätte so ein richtigen Tier. Ja. Schon alles vergessen. Ja? Ja. Sehr gut. Siehst du, wer bei Herr Schmidt zu Gast ist, der... Dem geht's gut. Ja. Später. Möchtest du dich ein bisschen mit mir unterhalten über deine letzten Wochen vielleicht, was so im Showbusiness gelaufen ist bei dir? Also ich bin überzeugter Asket. Du weißt, was es ist. Ja, ja. Ja, das verstehe ich schon. Was denn? Ja, fällt nichts ein. Ja, Lele, du weißt, ich bin kalorienbewusster Vegetarier und ich hätte gerne ein Brot mit Dickbutter, drei Scheiben Salami, Senf, Mayonnaise, Gürkchen und Schnittlauch oben drauf. Ja, klar, kein Problem. Was ich machen kann? Weiß ich nicht. Soll ich mit dir hier durch die Gegend laufen? Oder? Ja, okay. Oh, okay, komm. Ja, vielleicht würde ich jetzt so. Zeug, das hilft. Also, wenn jemand mitläuft, das ist immer schon gut. Ich gehe nicht raus. Ich schmeiß euch die ganze Schuld nach Hause. Das ist alles gar nicht so schlimm. Als ich das erste Mal hier war, war ich auch zuerst erst aufgeregt. Und dann kurz vom Auftritt ging das eigentlich. Man muss sich eigentlich sagen, das sind Menschen wie du und ich. Und, wer? Die Zuschauer. Mensch wie du und ich hoffentlich nicht. Es ist natürlich wahnsinnig schwer zu entscheiden. Also begrüßt wurde ich von beiden ganz hervorragend. Beim Smalltalk war die eine etwas besser als die andere. Lampenfieber konnte mir eigentlich keine von beiden so recht nehmen. Ich war immer noch sehr nervös. Ah, dann kamen die Schnittchen. Und hier ist natürlich eindeutig zu sehen, dass es einen großen Unterschied gibt. Allerdings hat die eine eben halt die Salami gefaltet, die andere hat sie offen hingelegt. Da würde ich sagen, spielt einfach der Geschmack die entscheidende Rolle. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich denke, das Rennen ist in jedem Fall weiter offen. Also, habt ihr mit sehr viel Charme gemacht, mit sehr viel Zugang. Hat es Spaß gemacht? Ja. Wer Ingolf Lück so ein Fit-Mann, auf den du stehst? Also, ich fand ihn sehr sympathisch, ja? Sehr sympathisch. Ja. Ihr habt euch aber hinterher nicht mehr irgendwie getroffen oder sowas, sondern nee. Das war jetzt nur für dieses Testvideo. Wir kommen jetzt zu einem Element, das sehr, sehr wichtig ist in einem solchen Bewerbungsgespräch. Und nichts anderes ist das, ja? Sie kennen es alle. Wir spielen jetzt Herzblatt. Und zwar... So. Ihr könnt euch nicht sehen? Nein. Ihr könnt euch nicht sehen? Nein. Oder seht ihr euch hinten, hinter der Wand? Nein. Nein. So. Sie kennen das bei Herzblatt, normalerweise sitzen alle hinter der Wand, aber hier ist ja sozusagen ein Herzblatt getrennt vom anderen Herzblatt. Deswegen steht die Wand zwischen den beiden. Ja? Und ich stelle jetzt auf Wahl in holländischem oder österreichischem Dialekt die Fragen und ihr antwortet, genau wie bei Herzblatt, spontan und unvorbereitet. Und wir entscheiden dann, wer die besseren Antworten gegeben hat. Alles klar? Leila? Leila. Leila. Ja. Leila. Leila. Man sagt Leila. Eigentlich hat das A einen Strich oben, dann ist das weicher. Leila. Leila. Ja. Leila. Leila. Und ich habe immer Leila gesagt. Ja, falsch gesagt. Ja, man sagt Leila. 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 Okay, Leila. Ihr wisst Bescheid. Leila. Ich bin der Moderator einer beliebten deutschen Late-Night-Show, aber die Einschaltquoten könnten noch besser sein. Kandidatin 1. Wie hilfst du mir, meinen Marktanteil zu erreichen, der 7 Tage, 7 Köpfe vor Neid erblassen lässt? Harald, du siehst neben mir so alt aus wie Rüdiger Rhein, deswegen. Anina. Kannst du mich hören, Anina? Ja, ich höre dich. Aber es ist vielleicht doch besser, wenn ich hier rüberkomme. Anina, wie
verhilfst du mir zu mehr Zuschauern als 7 Tage, 7 Köpfe, Kandidatin 2. 7 Tage, 7 Köpfe ist ja schön und gut, aber ich habe hier 2 Argumente, die dir mindestens 4 Millionen mehr bringen. Da kann man sehen, ihr seid genauso schlagfertig wie die Originalkandidaten bei Herzblatt. Ja? Gar nicht einfach, sich sowas zu merken, einfallen zu lassen. So. Leila. Bitte? Leila. Erfahren. Ja, bitte. Eine große Chance für dich, an die Spitze zu kommen. Du bist sehr knapp Zweite bisher. Mein Chauffeur Özgür kam neulich. Neulich mit einer unverschämten Forderung zu mir. Er verlangte für seine Dienste ein Gehalt. Wie schaffst du es, Kandidatin 1, mir diese unnötige Ausgabe zu ersparen? Also wenn nächstens Özgür mal wieder unverschämt wird, sagst du mir Bescheid, ich rufe den. Ich kann nichts dafür, ich muss lachen, wenn ich dich angucke. Also ich rufe den Cousin meines Schwagers in Antalya an. Ja? Er ruft die Tante in Izmir an. Und die Tante von meinem Schwager sozusagen redet mit dem Onkel von den Brüdern von Özgür. Sehr gut, Kandidatin 2. Ja, eine kurze Zeit. Anina, wie bringst du Özgür dazu, auf sein Gehalt zu verzichten, Kandidatin 2? Özgür hat mich eben in der Garderobe gesehen und ich wette mit dir, er würde jetzt sogar dafür zahlen, um weiter für dich arbeiten zu dürfen. Leila, in der Show ist überraschend ein Gast ausgefallen. Kandidatin 1. Wie rettest du die Situation? Wie rettest du, Kandidatin 1, Leila, die Situation? Das ist doch kein Problem. Ich rede so viel, das reicht für 3. Schön. Und Anina, letzte Antwort. Wie hilfst du mir, Kandidatin Nummer 2, einen verhinderten Gast zu ersetzen? Du brauchst Ersatzgäste, wenn du mich erst mal angestellt hast. Wenn Udo Jürgens, Heiner Lauterbach, Jürgen Drews hier ständig rumlungern. Das glaube ich auch. So. Sehr gut. Dann rechne ich das gerade mal durch. Es steht 2-2 nach dieser ersten Runde. Ja. Es steht 2-2 nach dieser ersten Runde. Und wir kommen jetzt zu einer spielerischen Frage. Kandidatin 1, welche Staaten grenzen ans Mittelmeer? Gleich hier? Ja. Ich soll dir das gleich hier verraten? Kennst du die Staaten? Habe ich was gesagt? Ich habe nichts gesagt. Also, ich kenne keine Staaten, nee. Frankreich? Spanien? Es sind sehr viele. Wir können das zurückstellen. Du kannst ja eine Frage ablehnen. Du hast den Joker. Ja? Kandidatin. Wir können das zurückstellen. Okay. Kandidatin Anina. Ja? Welche Nummer-1-Hits? Und das ist sehr, sehr, sehr schwer. Welche Nummer-1-Hits hatte die schwedische Popgruppe ABBA? Oh Gott. Das ist überhaupt nicht meine Musikrichtung, also. Ups. Weiß ich leider nicht. Schade, das war auf die Uhr. Das
war auch die Tour. Jetzt verlangt die Bundesquizordnung, dass ich die Wand wegschiebe, wenn zwei Fragen nicht beantwortet werden konnten. Die Mittelmeerländer sind sehr, sehr schwer und die Hits von ABBA sind auch nicht einfach. Das ist also laut Sat.1 Quizverordnung, müssen diese Fragen nochmal zurückgestellt werden. Ich denke aber, wir haben heute eigentlich einen Eindruck bekommen, wer von euch das Rennen macht. Und zwar ist es noch nicht ganz eindeutig. Ja? Aber es wird die Jury, die das Ganze jetzt an Kontrollmonitoren beobachtet hat, eine Entscheidung finden. Und wir geben euch unmittelbar im Laufe dieser Woche Bescheid, wer von euch beiden in Zukunft hier als Assistentin unserer Show arbeiten wird. Ist das ein fairer Entscheid? Das ist ein fairer Deal. Aber ansonsten könnt ihr mich jetzt auch sonntags bei Piep sehen. Wie, du gehst zu Piep? Da bin ich auch, ja. Verstehe. Wie, du beantwortest bei Piep Fragen, erinnerst du dich an dein erstes Mal? Nein, nein, nein. Nein. Nur als Assistentin so im Hintergrund. Verstehe. Ich ahne, was du meinst, Laila. Ja, wir geben dir Bescheid. Und dir auch, Alina. Ich danke euch. Und bleibt noch einen Augenblick sitzen, denn was wäre Herzblatt ohne die berühmte Stimme, die wir alle von dieser Sendung kennen? Und sie wird bei uns jetzt die fachmännische Auswertung vornehmen und das noch einmal einwandfrei bestätigen, was ich gerade laienhaft formuliert habe. So, lieber Harald, wer soll jetzt deine Assistentin sein? Kandidatin 1, die junge Dame, die dich nicht angucken kann, ohne zu lachen und ihren Verwandten in Ländern, die ans Mittelmeer grenzen, Bescheid sagt, wenn du mal wieder so alt wie Rudi Carrell aussehen solltest. Oder Kandidatin 2, die ein paar einleuchtende Argumente für Heiner Lauterbach hat und sich nichts sehnlicher wünscht, als sich einmal mit dir deine ABBA-Plattensammlung anzugucken. Tja, lieber Harald, nun musst du dich entscheiden. Ja, wie gesagt, ich kann das nicht allein. Der Herzblatt-Hubschrauber wird euch beide... wird euch beide wegbringen, ja? Und ihr bekommt von uns Bescheid und eine von euch beiden sehen wir wieder. Toll, mach. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, ist der Hauptdarsteller in einer der erfolgreichsten Serien in Sat.1. Er lebt gesund, er lebt hoch droben auf der Alm und er ist ein Doktor. Und Sie haben es erraten, er ist der Bergdoktor. Herzlich willkommen, Harald Krasnitzer. Habe die Ehre. Gschamstadina. Ja, oh, das kannte ich noch nicht. Gschamstadina. Gschamstadina, ja. Ist das so die ganze, das heißt geschämigster Diener? Geschämigster, untertänigster Diener, richtig. Ja. Ja. Woher aus Österreich kommst du? Salzburg. Salzburg, die Heimat eines Wolfgang Amadeus. Wolfgang, ja. Ja. Gibt es denn in Österreich noch diese Hierarchie? Wien ganz oben, der große Wasserkopf, den die anderen Österreicher hassen. Richtig, und, ja. Gibt es noch, ja. Das wird zwar heftigst angefechtet von Salzburg und mittlerweile auch von Graz, aber Wien verteidigt das mit allen möglichen Mitteln. Aber Salzburg ist ja eigentlich sozusagen so eine Enklave innerhalb Österreichs, also mit den Festspielen und mit Mozart und so weiter. Ja. Aber gegen Wien haben sie halt doch keine Chance, weil der Wolferl ist ja dann in der Folge auch nach Wien gegangen und so. Das nehmen sie ihm heute noch ein bisschen üben, aber dadurch, dass es die Geburtsstadt ist, haben sie halt so ein bisschen noch so... Rechte. Gschamigster Diener. Ist das heute noch so in Österreich? So dieses, wo man sagt, ein bisschen Falsche, wo man sagt, küss die Hand, Servus, kommen Sie rein, Zügler, machen Sie Show bei mir. In Wien ist das durchaus noch üblich. Ja. Nur in Wien? Ja, da wird das durchaus noch praktiziert. Ja. Aber das deutsche Showgeschäft wäre ja völlig am Boden ohne Österreicher. Richtig, muss man sagen. Das wäre ja überhaupt nicht vorhanden. Es war eigentlich schon immer so. Ja. Peter Alexander angefangen, also das ist total in Österreich. Ja. Jetzt gibt es gerade hier in Sat.1 und überall natürlich große Aufregung, weil der Bergdoktor soll in nicht allzu ferner Zukunft, ja, wie sagt man, eingestellt werden, ist ein dummes Wort, sanft entschlafen, oder? Ja, man kann sagen, in Rente gehen, das gibt ja in Rente gehen, ja. Kann man zum Beispiel sagen. Hat dich diese Entscheidung überrascht? Nee, überrascht hat sie mich eigentlich nicht. Das, ich würde sagen, das war irgendwie absehbar auch. Das gibt es ja jetzt schon seit 7 Jahren, musst du dir mal vorstellen, das ist ja eine ewige Zeit. Du kannst ja auch nicht immer wieder neue Geschichten erfinden, dass irgendwann läuft sowas halt einfach aus. Das finde ich aber eine tolle Einstellung. Also das hat man ganz selten. Da kommt ein Hauptdarsteller, dessen Serie abgesetzt wird und er sagt,
ist eigentlich nachvollziehbar und jammert nicht und klagt nicht und sagt, ich werde auspacken und wirft nicht mit Dreck. Also ist das, richtig, ist das, ja. Nee, ist das, so sind die Österreicher. Alles okay bei dir? Ja, ich bin völlig fit und völlig glücklich, es ist alles okay. Also das ist so wie bei, das sind die Österreicher einfach. Die nehmen diese Schicksalsschläge mit einer gewissen Haltung. Ja, ja. Dann lege ich meinen Hobel hin und sage der Welt, genau, so ist es, ja. Was willst du machen? Ja. Was machst du nach dem Ende des Bergdoktors? Nach dem Ende? Ja, wann wird das denn sein? Das wird sein jetzt, wir sind jetzt gerade in Vorbereitung der letzten Staffel. Wir produzieren jetzt noch bis Oktober und dann lege ich meinen Hobel hin und dann kommt der Planet, wie man sagt in Wien. Wie sagt kommt man in Wien? Da kommt der Komet, sagt man. Ah, der Komet. Der Komet. Wie, in Wien hat man dieses, man glaubt, dass das Ende nahe ist. Ja, das Ende nahe. Aber eigentlich permanent, oder? Ja, richtig, immer. Ja. Ja. Hast du denn als Bergdoktor dich vorbereiten müssen, sozusagen mit einem kleinen Medizingrundkurs? Oder? Ja, ich war mal so im Wiener AKH, in der Intensivnotfallaufnahme, und da habe ich mal so reingeschnuppert. Und da habe ich natürlich lauter Fälle gesehen, die natürlich überhaupt nichts mit dem Bergdoktor zu tun hatten. Also vom Gehirnschlag bis zum Selbstmörder, alles irgendwie. Aber es war sehr, sehr spannend. Kennst du eigentlich dieses großartige Teil, was wir hier haben? Und da werden wieder die Ärzte, die Chirurgen, die Schönheitspatientinnen unter unseren Zuschauern jubeln. Das ist ein Original-Übungsarm. Kennst du sowas? Der sieht aber aus, als wäre er vom Arnold Schwarzenegger. Ja, der ist gut trainiert. Ja. Und an dem üben unsere Medizinstudenten, wie setzt man eine Spritze richtig. Ich sage nur Rollvenen. Ja? Und zwar, hast du an sowas mal geübt? Nee, an sowas habe ich noch nie geübt. Ich habe das immer live gemacht. Das ist unglaublich faszinierend. Ja. Und ich finde, es sieht fast ein bisschen gruselig aus, oder? Sehr echt. Ja, aber man muss es ja besser an so einem Arm üben als an den Kassenpatienten. Richtig. Oder? Und zwar geht das so. Techniker, der ich bin, mache ich doch hier oben die Entlüftungsklappe auf. Dann nein, du musst das runtergehen. Sichere das ich das hier. Ich sehe das schon, du kannst das nicht. So ist das. Lass mich mal ran. Doch, so geht es. Nee. Das muss man da irgendwie so. Und dann muss man da irgendwie so ein bisschen. Ich schwör's dir, ich hab's gerade richtig gemacht. Ja, na, okay, wir werden dann, okay. Und was soll ich jetzt da machen? Anzapfen? Du sollst jetzt hier mit dieser Spritze korrekt, das werden viele nicht kennen, achten Sie darauf, wenn Sie Blut abgenommen kriegen oder eine Spritze, Sie haben das Recht auf eine neue Spritze. Da ist dann der Schutz noch auf der Nadel. Ja. Ja, wir nehmen die ab, eine echte Spritze. Und nimm doch mal eine ganz normale Blutprobe ab. Du bist also der Meinung, du hast es jetzt richtig eingestellt, ja? Ich hoffe, ja. Na, wir werden sehen, wenn was rauskommt. Ja. Also normalerweise bindet man ja hier oben ab, habe ich mir sagen lassen. Aber man kann es, ich kann es mal so halten. Nee, das geht nicht, weil dann kommt ja der Saft jetzt in dem Fall nicht. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie eine Vene erwischen. Ah, ja? Oh, lecker schmeckt er. Das ist aber keine Vene, ich schwör's dir. Zieh. Ich schwör's dir. Wieso weißt du das? Hast du getestet, oder? Schauen Sie. Das ist ein Muskel, oder wie? Warte langsam. Lass es mich zeigen. Sag mal. Meine lieben verehrten Kassenpatienten, das kennen wir doch alle. Das hier, ja, da übt dann Fräulein Uschi rum. Ja, mit Sätzen wie, ist heute nicht mein Tag. Ja. Sieht aus wie eine Vene, ist aber keine. Was ist es? Es ist eine ganz normale, verstopfte, kettenrauchende Attrappe, wo schon lange kein Blut mehr fließt. Die Vene ist hier. Und wenn du ein bisschen drauf drückst, dann spürst du es. Und probier es hier nochmal, hier kannst du einwandfrei abzapfen. Puh, man kann gar nicht hinschauen, oder? Jawohl, da ist sie. So, jetzt. Nix kommt. Ja, yeah, Mann. Mann, das darf ja nicht wahr sein. Vielleicht haben wir das falsch gemacht. Ich darf Sie erinnern, wer hier noch mal korrigiert hat. Ja? Ja. Na komm, dreh auf. Ja, dreh auf. Hier geht's zu wie im Spital. Ja, Emergency. Dreh auf, weißt du es? Hörst du mal? Emergency-Runde. Ja, aber für ganz Arme. Ja, aber hallo. Warte, ich hab sie. Wir werden sehen. Nichts. Hol, komm. Darf ich probieren? Ja, mach du mal. Ich halte sie dir. Nee, komm, probiere dir mal. Ich glaube die. Jesus, ja. Was machst du denn? Langsam. Ja. Heiße Luft. Es ist die hier. Man sieht es eindeutig. Warte mal, ich guck mal. Schau mal, ob man vielleicht kommt.
Schau, die geht da runter. Wo? Da, da, da. Nehmen Sie ein Stück weiter oben. Da. Ist es die da? Ist ja, es ja, die komm, da? Wir nehmen die hier. Mach es hier, man macht es ja eh da. So. Naja, man kann es auch da machen. Ja. Ja, aber häufig machen wir es da. So. Warte mal. Hey, komm, was ist jetzt? Hast du da aufgedreht? Ich habe alles, hätte es mich so machen lassen, wie ich gesagt habe, hätte alles wunderbar funktioniert. Und man darf das so nicht machen. Du musst es ein bisschen halten. Weil, was ist, das muss man nicht aufmachen, oder? Das ist praktisch gar nichts. Und, okay. Die Vene ist... Nee, komm, die geht hier runter, ich sag's dir. Hier? Das ist sie, 100 pro. Ja, komm, du musst ihm schon reingeben. Du musst ihm das... Also so vergehen 45 Minuten beim Bergdoktor. Ja, aber ich muss sagen... Warte. Hast du es? Ich hab sie. Jetzt aber. Jetzt? Niente. Ja. Du, ich hab dasselbe mal beim Günther Jauch gesehen, da hat's funktioniert. Wie, er hat das gemacht? Nein, er hat das mal mit einem dieser RTL-Ärzte gemacht. Und ja, da hat es funktioniert. Der konnte das? Ja, die waren einfach anders vorbereitet. Aber da saß aber einer unterm Tisch und hat gepumpt. Bei Günther Jauch bei saß Günther einer unter... Das ist ja Betrug! Ich weiß nicht, ich hab's ja gesehen. Der hat gepumpt da unten und die haben oben herumgefuhrwerkt und es hat funktioniert. Ich habe das Gefühl, es hätte einwandfrei geklappt, wenn du mich sozusagen es hättest so machen lassen, wie ich das... Ja? Aber in dem Moment, wo du da Hang gefasst hast, war der Arm schon kalt. Nee, das habe ich gespürt. Ja, wirklich. Wirklich. Aber ist ja eigentlich auch beruhigend, du bist ein Schauspieler. Ja, bin ich ja. Ich bin ja Herr. Und du bist kein Doktor. Richtig. Du schaust aber so aus, wie wir uns sozusagen einen richtigen... Du siehst aus wie einer, zu dem Louis Trenke immer gesagt hat, Bub, bleib da, es kommt ein Wetter. Ja. Weißt du? Nein, Vater, ich muss auf. Ich muss aufhören, ja. Lass mich. Du, was sind das, graugrüne Augen, ja? Nein, sie schreiben ja immer gletscherblaue Augen. Ja, ja also, aber, ich würde sagen gletscherblaue Augen. Nein, das stimmt ja auch nicht. Das sind ja eigentlich blaugrün, aber es klingt ja irgendwie blöd wie ein blaugrüner Alpensee oder so. Gletscherblau klingt ja schon irgendwie ganz anders. Silbrig blonde Haare. Silbrig blonde Haare. Gletscherblaue, graugrüne Augen. Ja. Ja? Ja. Du siehst aus wie einer, der sozusagen im Berg barfuß unterwegs ist. Ja. Ja? Bist du ein Hobby-Alpinist? Ich bin, Hobby-Alpinist, richtig, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Gehst du massiv, Gletscherquerung, direttissima, im Steinschlag, ohne Helm, barfuß? Nein. In Turnhose und so, also ja? Nackter Oberkörper. Nein. Einfach so, rauf auf die Berg, weil du hast ja sonst nichts. Ja? Sind ja nur die Berge, also musst du rauf. Ja? Hilft da nichts. Weil was heißt, du hast sonst nichts? Ja, da ist ja sonst nichts. Also du gehst da einfach in die Berge rauf, hängst dich in die Wände und guckst halt. Fertig. Das ist das. Verstehe. Ja. Was soll man auch sonst machen? Ja, was soll man sonst machen in den Bergen? Kommt ja nichts. Und bleibst du da wohnen? Du wohntest auch in der Nähe dieses Ortes, wo der Bergdoktor gedreht richtig, wird? Richtig. Ich habe mich entschlossen, da eine Zeit noch zu bleiben. Ja? Ist es nicht sehr ruhig, sehr einsam? Doch. Vermisst du die Städte nicht? Nee. Wie weit ist denn bis zur nächsten größeren Stadt? Mit dem Auto 20 Minuten. Was ist das dann? Innsbruck. Ja, riesig. Geil. Ja, mit dem goldenen Dachel. Mit dem goldenen Dachel. Ja, Wahnsinn. Mit allem drum und dran. Ja, und da tanzt, da geht die Post ab in Innsbruck? Da tanzt der Bär, richtig. Also das heißt, dann fährt man runter, lässt es krachen in Innsbruck. Richtig, und fährt wieder in die Einsamkeit der Berge zurück. Das ist das Leben des Bergdoktors. Richtig. Ja, das hat mich wahnsinnig überrascht. Wirklich, einen Schauspieler in einer Hauptrolle, in einer so erfolgreichen Serie, der sagt, das ist der Job, das wird, es kommt was anderes. Toll, wirklich. Richtig. Und das hier auf Anhieb geklappt. Ja. Wir probieren es jetzt nachher noch ein bisschen. Wir üben noch. Helmut! Ich danke dir, mein Lieber. So, herzlichen Dank. Alles Gute, viel Erfolg. Ja. Wir sehen dich mit Sicherheit in einer anderen Rolle wieder. Ich hoffe, hier bei uns. Tschüss. Ja, schön. Ja. Meine Damen und Herren, morgen Abend eine junge Künstlerin bei uns zu Gast. Ihre Karriere hat hier bei uns begonnen als Darstellerin. Als Darstellerin in einem kleinen Sketch. Und sofort haben alle gesagt, wow, diese Frau kann mehr. Und was? Das verrät sie uns morgen. Morgen Abend bei uns zu Gast Anja Nejari und ein großartiger Komödiant und ein wirklich wunderbarer Kollege, Peer Augustinski. Danke Ihnen, alles Gute, schlafen Sie gut, bis morgen. Servus.